So baust du dir für deine Tischkreissäge einen vollwertigen Multifunktionstisch. Zwei Platten sind zusammen so breit wie der Tisch, aber deutlich höher. Um die Platten später gut zu handeln, erstellen wir Tragegriffe. Die zeichnen wir uns erst an und bohren rechts und links ein Loch mit dem Forstnerbohrer. Die Löcher verbinden wir dann mit der Stichsäge. Mit einem Radienfräser machen wir die Kanten schön rund. Damit wir die Vorderzange montieren können, verleimen wir eine Massivholzleiste. In das Brett für die Vorderzange müssen jetzt Löcher gebohrt werden. Erst mit einem Forstnerbohrer vor und dann mit einem Bohrer durch, damit diese Schrauben flächenbündig eingesetzt werden können. In die Massivholzleiste selber, da kommen solche Einschraubmuttern rein, damit nämlich die Vorderzange mit den Schrauben dort eingeschraubt werden kann. Damit das Ganze nicht verrutscht, werden jetzt noch Leisten angeleimt und wir können mit einem Matchfit-Fräser die Nuten fräsen. Und so können Stoppklötze gesetzt werden, damit man hobeln kann oder Anschläge montiert oder Werkstücke fixiert. Und das kann man natürlich auch alles an der Vorderzange machen. Und schwuppdiwupp ist der Tisch wieder verstaut.